Moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Fisch aus Gold. So, ich war jetzt vorhin beim Videodreh für meine Fishing Box für die Köder des Monats und auf dem Weg dorthin habe ich schon mal so ein bisschen Looky Looky in Fluss nebenan gemacht und da habe ich gesehen, dass das Wasser heute glasklar ist, der Druck zurückgegangen ist und ja, heute ist Freitag. Ich nutze jetzt noch mal schnell die Gunst der Stunde, wird eine ganz schnelle Nummer. Halbe Stunde, Stunde vielleicht mal angeln, bevor dann die Wochenendangler kommen und alle Spots verbrennen. Hier im Hintergrund ist schon der erste Spot. Ich denke mal, Dübel wird auf jeden Fall gehen. Vielleicht auch der ein oder andere dicke Barsch. Vielleicht auch ein Rapfen. Ich lasse mich einfach überraschen. Los geht's! So, bei dem klaren Wasser jetzt hier werde ich direkt mit natürlichen Dekoren anfangen. Spinner geht immer, deswegen jetzt mal hier kleiner silberner. Ich habe dann alternativ dazu auch noch Kupferfarben und ja, werden wir erst mal sehen, wie die auf die Spinner reagieren. Und los geht's. So, erster Wurf. Schauen wir doch gleich mal, ob es Fischkontakt gibt. Ja, und da ist schon der erste. Gleich der erste Wurf. Ja, ich glaube, das wird ein guter Tag. Ja. Fühlt sich wie ein Döbel an. Macht sogar Rabatz. Na ja, komm. Juba. Sehr schön. Ein Wurf, ein Döbel. So kann es weitergehen. Wunderbar gehakt, schön von in den Lippen. Auch schon raus. Und da ist auch schon der erste Kamerad. Schöner Fisch. Ein Wurf. Ein Fisch. So kann es weitergehen. So, mein Kleiner. Und du darfst wieder. Tschüssi. Und auf geht's. Wurf Nummer 2. Schauen wir mal, was der Wurf bringt. Oh, da war schon der nächste Kontakt. Ja, nochmal. Na komm. Ja. Das gibt's ja nicht. Ah, der war auch gar nicht so schlecht. Drüben ist auch so eine kleine Krautkante. Da stehen sie immer sehr gern dahinter. Richtig so schöner Döbelspot hier, wo sie sich immer sammeln. Dritter Wurf. Ah, war auch wieder gut. Wurf Nummer 4. Ja, 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 ja. Oh. Nein, wieder abgegangen. Ah. Da ein bisschen die Bremse noch offen gehabt. Ja. Ah, das gibt's doch nicht. Unglaublich. Total verfressen heute die Viecher. Liegt auch am Regen. Regen hat gerade eingesetzt und die Temperatur ist jetzt schlagartig nach unten gegangen. Und so kurz vorm Regen oder beim Regen am Fluss funktioniert manchmal sehr, sehr gut. Auf Döbel, Forelle auch. Wurf Nummer 5. Na komm. Ah, das gibt es nicht. Oh ja, der war gut. Oh Mann. Vielleicht war es auch Rapfen, kann natürlich auch sein. Ab und zu mischt sich immer mal ein Rapfen dazwischen. Puh, ah, die sind in Beißlaune heute. Die sind heute richtig in Beißlaune. Der ist gut, der ist gut. Oh, da will natürlich gleich ins Gestrüpp rein. Eieieiei. Der fühlt sich gut an. Der fühlt sich gut an. Ah, ist auch wieder ein Döbel. Gleiche Größe. Der hat aber Power jetzt gehabt. Meine Fresse. Der ist sogar kleiner. Schöner Sommerdöbel. Ja. So, da haben wir Döbel Nummer 2. Auch wieder wunderbar gehakt, schön vorne in die Lippe rein. Nummer 2, der darf natürlich wieder zurück. Tschüssi. Und weiter geht's. Hat aber auch eine Kraft gehabt jetzt, der, mein Gott, nochmal. So ein kleiner Knirps.
so eine Power. Es waren auch schon größere dabei, die aber leider noch nicht hingen. Okay. Der Spot scheint erstmal vorerst verbrannt zu sein. Fische haben Lunte gerochen. Ja, oh nein, der war auch wieder gut. Verdammt. Ja, voll daneben gehauen. Das mal hier drüben. Okay, der Spot scheint erstmal verbrannt zu sein. Ich denke mal, wir dann mal zum nächsten Spot laufen müssen. Denn hier haben die Fische scheinbar erstmal keine Lust mehr. So, am zweiten Spot ging jetzt gar nichts mehr. Ich muss auch sagen, dass die Hitze jetzt nochmal richtig durchdrückt. Der Druck geht jetzt extrem hoch. Das merken wahrscheinlich auch die Fische, die haben keinen Bock mehr. Aber einen Spot habe ich noch. Hinten unter der Brücke dort, im Kühlen, im Schatten. Dort steht auch ab und zu mal der ein oder andere große Döbel oder auch der ein oder andere Dickbarsch. Wir werden sehen. Gut, also Barsche scheint heute nicht am Platz zu sein. Deswegen werde ich jetzt nochmal auf dem Rückweg einfach nochmal ganz kurz die Spots abfischen. Da haben wir noch einen. Ja, wieder keiner Döbel. Jupp. So, größer werden sie heute nicht mehr. Aber schön sind sie. So, du darfst wieder schwimmen. Oh, mach's gut, mein Kleiner. Ja. Ah, aber wieder bloß ein kleiner. So, Döbel Nummer 6.
So Leute, das war's auch schon mit meiner kleinen Feierabendsrunde. 6 kleine Döbel sind's geworden, große Fische waren's nicht. Spaß gemacht hat's trotzdem. Wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.